Die erste Aktie im Schnelltest, das kann ich Ihnen, glaube ich, auch schon sagen, ist nichts fürs Depot. Toshiba, da werden die Nachrichten immer haarsträubender. Ja, da gibt es jetzt Gewinnbuchungen in der Höhe von 818 Millionen Dollar, die nachträglich korrigiert werden müssen. Und das ist doppelt so viel oder doppelt so hoch als bisher gedacht. Und bereits zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren muss man jetzt nachträglich seine Bilanz ändern. Der Chef nimmt jetzt deswegen seinen Hut. Die Aktie ist auf dem 2,5-Jahres-Tief, da sollte man weiterhin die Finger weglassen. Jetzt kommen wir zum Profiteur der niedrigen Zinsen, Helmer Eigenheimbau. Ja, die bleiben wirklich weiter auf Kurs. Der Nettoauftragseingang im ersten Halbjahr, der ist um ein Drittel gestiegen auf 113 Millionen Euro. Auch im zweiten Halbjahr rechnet man mit dynamischem Wachstum beim Auftragseingang. Und das dürfte dann den Grundstein legen für Umsatz- und Ergebniswachstum im kommenden Jahr. Helmer ist ja seit 3 Wochen wieder Bestandteil im spekulativen Musterdepot vom Aktionärsbrief. Wir halten die Aktie aber für weiterhin kaufenswert. Nicht Hellas, sondern Hella, und damit sind wir in der Automobilbranche. Die waren am Mittwoch zeitweise größter Gewinner im SDAX. Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2014, 2015, die lagen über den Erwartungen. Der Kurs hat allerdings schon viel Positives vorweggenommen. Ausschlaggebend wird die Prognose sein, die Mitte August zusammen mit den vollständigen Zahlen verkündet werden. Und dann muss man schauen, wie die Prognose ausfällt. Derzeit mindestens eine gute Halteposition. Wer noch nicht dabei ist, der kann es mal mit dem Kauflimit bei 42 Euro versuchen. Bei United Internet läuft es auch nicht schlecht. Kann man die Aktie auch noch ins Depot kaufen? Da setze ich die Einkaufstour fort nach Drillisch, Versatel und Rocket Internet. Nun ein vergleichsweise bescheidener Zukauf in Polen. Da kauft man sich für 155 Millionen Euro den Webhoster home.pl. Und damit wird man mit einem Schlag Marktführer in Polen. Kurstreibend wirkt sich auch die Planung auf die hochprofitable Sparte oder Business Applications abzuspalten und separat an die Börse zu bringen. Die Aktie bleibt ein Kauf. Ich würde es jetzt mit einem Kauflimit bei 40,50 Euro probieren. Das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Wir müssen wieder ein bisschen runterkommen, ne? Mit Rocket Internet. Das ist keine Aktie zum Kaufen. Da hält der Kapitalhunger weiterhin an. Wir hatten ja gerade erst Anfang Oktober das IPO. Da hat man 1,4 Milliarden Euro bei den Investoren eingeworben. Im Februar dann direkt nochmal Kapitalerhöhung um 590 Millionen Euro. Und jetzt nochmal 550 Millionen Euro durch die Ausgabe von Wandelanleihen. Und die Altaktionäre, die werden einfach brutal weiter verwässert. Und Rocket Internet wird dieses und nächstes Jahr rote Zahlen schreiben. Das heißt, das IPO ist quasi am Ende des vorerst letzten Jahres erfolgt, wo man überhaupt schwarze Zahlen geschrieben hat. Und ich würde weiter draußen bleiben, und spekulative Naturen, die können allerdings auch mit dem Put auf weiter sinkende Kurse setzen. SMA Solar, überraschenderweise oder vielleicht auch nicht, der Highflyer der letzten Tage, da geht es kräftig nach oben. Ist das auch alles begründet? Da beginnen jetzt offensichtlich die Kostensenkungsmaßnahmen zu wirken. Dazu erholt sich der Markt für Wechselrichter. Die Prognose 2015 wurde nun angehoben. Der Kurs ist seitdem um 55% gestiegen. Kurzfristig ist die Aktie völlig überhitzt. Und wer dabei ist, der sollte dann erstmal Gewinne mitnehmen. Aber auf einen Wiedereinstieg auf einem tieferen Niveau, den kann man durchaus schon mal vormerken. Adva Optical, wie gehen wir hier vor? Da wird es Dienstag kommender Woche Zahlen geben. Da gibt es hohe Erwartungen. Die Aktie notiert so hoch wie zuletzt im Mai 2006. Die Aktie ist jetzt auch ebenfalls völlig überkauft. Spätestens am Dienstag werden deutliche Gewinnmitnahmen einsetzen. Der Anleger sollte dem vorgreifen. Mittelfristig bleibt Adva Optical aber interessant. Deshalb sollte man auch hier einen Rückkauf auf tieferem Niveau dann schon mal vormerken. Letzte Wert für heute, deutscher Autobauer VW. Diese Absatzzahlen ziehen wieder an, die Aktie auch? Da gibt es ja seit Mitte April einen Abwärtstrend im Aktienkurs, und wir haben ja bereits vom Allzeithoch rund ein Viertel abgegeben. Es gibt Sorge vor sich abkühlendem Wirtschaftswachstum in China. Das wird eingepreist in der Aktie. Zudem rechnet der chinesische Branchenverband der Autobauer im laufenden Jahr lediglich mit einem Absatzplus von 3%. Und das war nicht erwartet worden. Bisher hatte man plus 7% erwartet. Natürlich ist China ein wichtiger Markt für VW. Ungefähr jedes vierte Auto, was der Konzern verkauft, wird in China verkauft. Mittelfristig wird sich oder werden sich für VW aber die milliardenschweren Investitionen in die Baukastentechnologie auszahlen, und man wird dann höhere Gewinnmargen einfahren, und das verschafft einen Wettbewerbsvorteil vor der Konkurrenz, und dann wird man auch mit etwas schwerer werdenden Rahmenbedingungen in China auch zurechtkommen.
Meines Erachtens ist das verringerte Wachstum oder das angenommene verringerte Wachstum in China mittlerweile angemessen im Kurs berücksichtigt. Auf dem jetzigen Kursniveau, so etwas unter 200 Euro, ist das meines Erachtens eine gute Einstiegsgelegenheit für mittel- bis langfristig orientierte Anleger. Ja, da haben wir heute einige Empfehlungen dabei gehabt. Vielen Dank für die Auskünfte, Herr Kantem. Meine Damen und Herren, das war der Aktionärsbrief TV für heute. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, erholen Sie sich gut und nächste Woche dann erfolgreiche Geschäfte an der Börse. Und damit die auch recht erfolgreich werden, kann ich Ihnen sagen, ab Montag startet wieder unsere beliebte Serie Favoriten der Redaktion. Ein paar hatten auch nachgefragt, wann sie wieder kommt. Jetzt ist die Antwort da. Sie kommt am Montag für 2 Wochen lang. Da gibt es dann wieder die Auskünfte, welche Favoriten unsere Redakteure hier in der Redaktion so haben. Und ich kann Ihnen sagen, wir blicken auf Anleihen, wir blicken auf Rohstoffe, wir schauen auf einzelne Aktien. Es ist wirklich in den nächsten 2 Wochen für jeden was dabei.